Am Ende des ersten Demystifizierungsvortrags spreche ich über zwei mögliche Ergebnisse, wie die Dinge laufen könnten. Ich erkläre dies anhand des Siegels auf der Rückseite des Dollarscheins, weil dieses Siegel auf der Rückseite genau diesen Übergang der Erde und ihrer Bevölkerung zum Thema hat. Ich bezeichne dieses Siegel die Welt im Übergang. Anuit Coeptus heißt so viel wie RCS unterstützt unsere Arbeit, favorisiert unser Projekt, unser Vorgehen. Das soll heißen, Gott unterstützt unser Streben. Welcher Gott und welche Arbeit? Dies sind die beiden Fragen, die hier gefragt werden müssen. Ist es der Gott der Schöpfung, der euch favorisiert? Wenn es der Gott der Schöpfung ist, dann ist eure Arbeit das Entfernen der Steine, welche dem Licht im Wege stehen, und dem Entfernen des Trapez, der Seelenfalle, wozu wir später noch kommen werden. Wenn man das entfernt, dann gibt es keine Hindernisse mehr für das Licht, und das Licht kann ungehindert auf die Erde treffen und sie erleuchten. Es gibt nichts, was uns herunterzieht oder behindert. Die Pyramide nach oben zu bauen, ist die Arbeit des dunklen Okkultisten, des dunklen Maurers, um das Licht des Schöpfers vollständig auszublocken. Ich habe dieses Siegel der wahren großen Arbeit, das linke Siegel, gemacht, um den Lichtteil dieses Siegels zu betonen. Wahrheit, Liebe, Freiheit, um das Licht des Schöpfers auf diese Erde zu holen, die göttliche Weisheit. Die wahre große Arbeit des Magiers ist die freie Verbreitung des geheimen Wissens an die Menschheit, um damit die Sklaverei der Menschheit zu beenden, durch die Eliminierung der weit verbreiteten Ignoranz, welche dunkle Okkultisten ausnutzen, um die Kontrolle zu bekommen und zu behalten. Auf der anderen Seite sieht man, was passieren könnte, wenn die dunklen Okkultisten deren Werk vollenden, die dunkle neue Weltordnung. Dann bekommt man eine Welt in Dunkelheit und Sklaverei. Eine Welt ohne Licht, ohne das Licht des Göttlichen. Das Symbol auf der rechten Seite bedeutet, dunkle Okkultisten beherrschen eine ignorante, versklavte Bevölkerung mit eiserner Faust. Die Arbeit des dunklen Okkultisten ist, die Menschheit im Allgemeinen unbewusst und in Sklaverei zu halten und die Zügel anzuziehen, bis die Kontrolle absolut ist und sie selber unbesiegbar, unsichtbar und unsterblich sind. Anders ausgedrückt, bis sie Gott geworden sind. Dies sind die Ziele des dunklen Okkultisten. Sie wollen absolute Kontrolle und dass niemand ihre völlige Kontrolle sieht und sie unsterblich sind. Sie wollen wortwörtlich Gott auf Erden werden. Genau das ist die Essenz des dunklen Okkultismus.